Hallo und willkommen zurück. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt. Ich glaube, ihr wisst, worauf ihr euch eingelassen habt, oder? Ihr habt ja am Titel und am Thumbnail gesehen, dass es heute ein DM-Haul gibt und ich war gerade da. Ich habe auch gedacht, ich drehe es ganz schnell ab, weil die Dinge, die hier drin sind, auch schnell in die Verwendung müssen. Das ist so ein richtiger, klassischer, authentischer Haul. Es ist auch ein bisschen eskaliert. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass wir so viel brauchen, aber hier ist so Beauty-Stuff drin, Haushalt und auch Food dabei. Dinge, die ich super gerne bei DM einfach kaufe und mitnehme, die ich jetzt einfach mit euch teile. Ich zeige euch das nicht nach der Reihenfolge. Ich greife hier einfach rein in diese Tüte, die prall gefüllt ist. Ich habe mich erschrocken. Also, das war nicht geplant. Aber was muss, das muss. Schwämme für den Haushalt mussten mit. Da habe ich die Geschirrschwämme genommen, die auch empfindliche Oberflächen reinigen. So, ich nehme jetzt mal diese Nudeln hier raus. Die sind nämlich ein großer Platzfresser hier in der Tüte. Habe ich euch, glaube ich, auch schon immer mal gezeigt. Zumindest immer, wenn ich bei DM bin, nehme ich mindestens ein Paket mit. Das sind die leckeren Schleifennudeln in der Vollkornvariante. Ich esse nur Vollkornnudeln und ich finde, jede Pasta mit Schleifennudeln schmeckt einfach anders geil. Deswegen lege ich uns die gerne auf Vorrat. Ich finde halt auch, dass speziell jetzt so diese Vollkornnudeln und allgemein diese Bioprodukte bei DM echt erschwinglich sind, wenn man jetzt mal in so einen Bioladen richtig geht und dort was einkaufen will oder auch in der Bioabteilung im Supermarkt. Kann DM da preislich sehr gut mithalten, wie ich finde. Okay, das hier war tatsächlich geplant. Das sind richtig tolle Lockenwickler, die ich euch auch letztens in einem Favoritenvideo gezeigt habe. Bislang hatte ich nur 3 Stück, was natürlich nicht ausreicht, für meinen kompletten Kopf. Das Tolle hier dran ist, dass die so einen Kletteffekt haben. Die halten wirklich von alleine direkt an der Kopfhaut sozusagen. Also die rollen sich nicht runter, man braucht die auch nicht feststecken, sondern die halten irgendwie ganz magisch, richtig gut. Und dazu sind die halt noch soft, mega cool. Ja, habe ich einmal in 40 Millimeter Durchmesser mitgenommen, 2 Packungen und eine etwas in feinerer Variante hier 36 mm. Sind jeweils 3 Stück drin und die sind auch sehr erschwinglich. Wenn ihr Bock darauf habt, dass ich euch mal zeige, wie ich so einen Blowout-Look zaubere mit solchen Lockenwicklern eben, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben oder schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich das ja mal abfilmen. Finally, Freunde, ich habe ihn bekommen, den Balea Beauty Expert Hydration Toner. Vielleicht erinnert ihr euch, in meinem letzten Neuheiten-Haul von DM konnte ich ihn nicht mitnehmen, weil das Fach leer war. Entweder war er ratzeputze ausverkauft, weil der Hype darum so groß war, oder er war noch nicht einsortiert. Jetzt stand er da in Hülle und Fülle und einer musste mit. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Für diejenigen, die nicht so richtig wissen, was man mit einem Toner anfängt, der eignet sich perfekt nach der Reinigung, bevor man die Skincare aufgibt, um die Haut perfekt vorzubereiten. Und dieser hier wirkt hautberuhigend und feuchtigkeitsspendend. Und auch das hier habe ich wieder gekriegt. Ich habe mich sehr gefreut. Ich musste ein bisschen suchen. Es war ganz hinten im Regal, also das Fach war schon wieder fast leer. Das spricht aber für dieses Trockenshampoo. Ich habe euch das auch schon ein paar Mal in meinen Favoriten gezeigt. Ein Holy Grail, wenn man mal den Waschtag geskippt hat. Ein Trockenshampoo, was Volumen spendet und das nicht zu wenig und gleichzeitig eben wirklich wie einen frisch gewaschenen Look zaubert. Das ist für mich das Beste, was ich jemals probiert habe. Ich habe letztens eine andere Variante gehabt, da habe ich mich, glaube ich, vergriffen. Die hat auch noch gleichzeitig so einen Brünett-Effekt gehabt. Wow, super scheiße. Ich werde euch auf jeden Fall meine Tops und Flops abdrehen und da kommt das dann definitiv rein. Aber jetzt habe ich hier wieder mein heißgeliebtes. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo ich euch hier auch gesagt habe, dass ich kein Teetrinker bin, dass ich nicht so gerne warme oder heiße Getränke mag. Und das hat sich mittlerweile echt total geändert. Ich trinke sehr gerne Tee. Nicht unbedingt alles, also so grüne und Kräutervarianten ist jetzt nicht so mein Favorite, aber so fruchtige und auch so ein bisschen was Würziges darf gerne mal sein. Und jetzt zur kälteren Saison haben wir sage und schreibe 2 Teesorten im Schrank. Ich wollte letztens meinem Bruder einen großen Tee anbieten und ja, da musst du dann feststellen, dass wir so eine kleine Flaute haben. Aber wie gesagt, ich trinke nicht unbedingt alles. Was ich aber sehr gerne mag, ist türkischer Apfel. Der ist mir bei DM vor die Flinte gelaufen. Ich glaube, auch darüber freut Paddy sich. Und manchmal, ja, wie Oma und Opa, trinken wir dann abends gemeinsam einen Tee vorm Fernseher. Naja, vom Tee trinken wird man ja aber nicht schwanger, ne? Ich habe jetzt hier gerade den Presence Schwangerschafts Frühtest aus der Tasche gegriffen. Ja, da bin ich super ehrlich. Ich habe den einfach eingesteckt beim Vorbeilaufen und dachte, es schadet ja nicht, den mal in der Schublade zu haben, ne? Für den Fall der Fälle, falls mal die Unsicherheit besteht, dass man schnell testen kann. Das ist ein Frühtest.
Der reagiert tatsächlich schon, ich glaube, 4 Tage vor Fälligkeit der Periode. Naja, schauen wir mal, was wird. Oh, das hier habe ich schon ausgeräubert. Ich hatte gerade so Hunger. Ich habe heute Morgen echt super schlecht gefrühstückt. Und diese hier habe ich gerne im Office für den kleinen Hunger zwischendurch. Heute war es der Großhunger, deswegen ist die schon fast alle. Die Honigreiswaffeln liebe ich. Teile ich mir auch sehr gerne mal mit Milo. Ja, ich weiß, ich kriege jetzt wahrscheinlich hier total den Shitstorm, dass Hunde sowas nicht dürfen. Aber Milo ist bisher noch nicht dran gestorben. Und er guckt immer so süß und dann kriegt er das auch. Ja, der kleine Milo-Mausezahn ist schon ein kleiner König bei uns zu Hause. Weiter geht es mit Maxi-Wattepads. Nutze ich eher selten, brauchte ich jetzt aber neu. Ich habe sonst immer diese Reusable, die ich einfach umweltfreundlicher finde. Aber manchmal kommt man nicht drum herum und braucht doch nochmal ein so eins. Zum Beispiel, wenn ich meine Augenbrauen gerade frisch gefärbt habe, nehme ich sehr gerne so eins. Oder auch, wenn man mal so ein bisschen mit Make-up gekleckert hat, dann habe ich das ganz gerne in meiner Schminkschublade. Oder einfach mal abends, wenn ich keinen Bock habe, mich groß abzuschminken, shame on me, dann muss sowas halt auch herhalten und dann geht's immer schnell. Apropos Abschminken, da habe ich noch was von Balea mitgenommen. Und zwar dieses Micellenreinigungswasser. Und ich glaube, das kann man voll gut als Alternative zu dem Gelben von Garnier nehmen. Die sehen sich auf jeden Fall sehr ähnlich und haben ähnliche Eigenschaften. Ich werde das hier definitiv mal testen und gucken, ob das genauso gut funktioniert. Das habe ich mir aber tatsächlich hier fürs Office geholt, weil wenn ich hier meine Looks schminke und drehe, ist meins gerade Beweis. Alle gegangen. Also hier ist wirklich nur noch ein kleiner Tropfen drin von Garnier und jetzt zieht mal Balea nach. Oh wow, ich habe euch letztens meine Lieblingsseife gezeigt. Die ist von Jo & Len und die kriegt ihr auch bei DM. Aber das Tolle ist, da könnt ihr auch Refills verkaufen. Und die habe ich direkt mal mitgenommen in meine absoluten Lieblingsduftrichtung, Rosemary Ginger. Riecht super herb, herbstlich. Elegant, sehr, sehr nice. Nicht so wie so klassische Seifen mit so Mandel-Honigduft oder so, sondern wirklich mal ein bisschen classy und besonders. Habe ich gerade gesagt, dass ich nur Produkte mitgenommen habe, die wir wirklich brauchen? Ich habe einen ganz bestimmten Ton für die Lippen gesucht. Und zwar so ein bisschen was Warmes, Nude, aber nicht ins Rosé gehende. Und dann bin ich ganz ehrlich, war die Auswahl sehr, sehr schlecht. Oder das Licht einfach bei DM. Ich weiß nicht, alles hatte so einen leichten rosa Stich. Es war sehr schwer, da einen Volltreffer zu landen. Und auch hier in dem Licht jetzt habe ich eben festgestellt, dass ich doch einen Fehlkauf gemacht habe. Und zwar habe ich jetzt erstmal drei Lippenprodukte mitgenommen. Wir haben beim Aussortieren festgestellt, dass ich ganz viele Nudies habe und dass ich natürlich keine mehr brauche. Aber ich habe tatsächlich nur einen Nude Lipgloss, der wirklich warm ist, ohne rosa Stich, den ich derzeit als Topping nehme und der ist nicht aus der Drogerie. Und ich weiß, wenn ich euch Look-Inspirationen gebe, dann schätzt ihr Drogerietipps sehr und etwas, was ihr vor allem schnell nachkaufen könnt und jetzt nicht unbedingt dann direkt online besorgen müsst. Deswegen, ja, habe ich in der Drogerie jetzt mal geschaut und diese vermeintlich drei gefunden. Sehr, sehr schön ist der Liftergloss, den habe ich auch direkt heute schon aufgegeben. Der hat einen sehr schönen warmen Ton. Der ist Teddybraun, sag ich mal dazu. Und ja, hat keine rosa Note und dabei volle Farbpower. Sehr, sehr schick. Das ist die Farbe 008 Stone. Und dann habe ich darunter heute diesen Lippenstift gegeben, den habe ich auch vorhin mitgenommen. Der Glow Paradise, auch von L'Oreal. In der Farbe 642 Beige Eden. Und der hat einen Sheer Finish, also auch so ein bisschen glossy, was ich sehr gerne mag. Und auch der hat so ein Teddy Braun, was in die warme Richtung geht. Allerdings wirkt der auf meinen Lippen sehr hell. Vielleicht heute nicht so passend zu meinem Look, den ich geschminkt habe, obwohl das eigentlich das Ziel des Ganzen war. Aber ich werde den auf jeden Fall nochmal weiter in anderen Varianten und Looks testen. Und dann habe ich einen kleinen Fehlkauf gelandet. Das habe ich erst gesehen hier in meiner guten Ausleuchtung, wo das Licht wirklich so war, dass man die Farbe auch sehr gut einschätzen kann. Der Color Rouge Nude Intense, auch von L'Oreal in der Farbe 181. Der sah bei DM tatsächlich wesentlich bräunlicher aus. Hier ist er tatsächlich eher mehr Rosy Nude. Also
eher mehr so wie eine Lippenfarbe, ein bisschen intensiver. Ich mag die Lippenstifte sehr gerne. Ich habe davon noch einen, der so sehr ähnlich zu Pillow Talk kommt. Ich schau mal, wie ich den hier jetzt in Verwendung bekomme. Ich habe den jetzt natürlich schon aufgemacht. Aber ja, let's see. Von der Beauty-Theke geht es dann in die Haushaltsabteilung. Ich habe letztens beim Abwaschen gemerkt, dass wir wieder Spüllappen brauchen, beziehungsweise allgemein, wo ich mal die Küche auch mit putzen kann und so. Und da mag ich diese hier sehr gerne. Für mich sind das so Zaubertücher, die keine Streifen hinterlassen. Auch nicht auf dem Ceranfeld oder ja, auf so hochglänzenden Sachen, wie so auch Fliesenspiegel. Damit kann man das wirklich schön putzen. Und da habe ich jetzt einfach mal hier so ein Fünferpack mitgenommen. Sind doch fünf, ne? Ja. War nicht teuer. Kann man immer gut gebrauchen. Oh Mann, Leute, ich habe die Schnauze voll. Ich habe mir so einen Reiniger geholt für die Wäsche. Also wir sind jetzt gerade immer noch in der Haushaltsabteilung. Ich kleckere sehr gerne, sehr oft. Ihr wisst das auch, ne? Ich trage so helle Sachen super gerne. Und ich esse halt aber auch super gerne alles mit Tomatensauce. Und das ist der Endgegner, sage ich euch. Gerade wenn man nicht essen kann, wie ich. Ey, jede weiße Bluse, alle schönen hellen Oberteile, Pullover sind so versaut. Diese orangenen Tomatensoßenflecken gehen da irgendwie nicht mehr richtig raus. Obwohl ich schon so ein Spray habe, womit man das einweichen kann vorher, bevor man es dann in die weiße Wäsche gibt, hilft alles nichts. Jetzt habe ich mir mal hier so einen Fleckenzwerg mitgenommen. Extra für Ketchup, Obst, Gemüse, Rotwein und Kaffee. Also genau das, was ich brauche und ich hoffe, es hilft. Sollte das hier nichts sein, könnt ihr mir gerne mal einen Tipp da lassen, was ihr so macht, wenn ihr euch ein Oberteil oder vielleicht sogar eine Hose oder so versaut habt. Dieses Gel hier ist so lustig, das fühlt sich richtig an wie so Wackelpudding und hört mal. Hört sich voll an, als würde man in so ein Metallrohr klopfen oder so. Das ist ein Glanzgelwachs. Das habe ich tatsächlich für mich mitgenommen. Es hat so einen leichten Halt, aber gibt intensiven Glanz. Und ich mag ja ganz gerne auch mal so streng meine Haare tragen, zu so einem strengen Zopf oder so. Und da liebe ich das, wenn das hier vorne so sleek ist. Ich habe es bislang immer so mit Haarspray geregelt, wollte jetzt aber das Ganze mal mit so einem Gelwachs probieren und bin sehr gespannt. Also das werde ich direkt, glaube ich, morgen mal testen. Ich habe noch was für die Haare mitgenommen und das erste Mal von Pantene Pro-V dieses Haarspray. Ich wollte was Federleichtes haben, was die Haare nicht zu sehr verklebt, sondern eben für so einen Blowout-Look bisschen Halt gibt. Und das hier ist flexibler Halt. Also ich verspreche mir davon sehr viel und hoffe, dass meine Haare davon nicht so gatschig aussehen. Ich habe zum Beispiel das hier auch von Got2b. Das ist aber mehr für schon sehr starken Halt. Und ich habe das Gefühl, gerade wenn man so, ja, auch mit Lockenwicklern und einer Rundbürste zum Beispiel die Haare gestylt hat, dass so ein Haarspray eher beschwert und es noch eher sich aushängt, als jetzt mit so einer leichten, schwebenden Textur. Ja, ich werde es mal probieren, aber das war mit einer der Gründe, warum ich zu DM musste zum Beispiel. Ich glaube, unser Haushalt lebt wieder. Ich habe alle unsere Favorites und Must-Haves aufgestockt, sodass wir jetzt ein bisschen Ruhe haben. Und ich werde jetzt noch diesen Energy-Riegel essen. Den habe ich übrigens auch noch mitgenommen. Die mag ich immer ganz gerne. Ja, die sind jetzt, glaube ich, nicht so die gesündesten, ehrlich gesagt. Aber ich habe heute, wie gesagt, sehr schlecht gefrühstückt. Da darf das auch mal sein. Solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann hol das sehr gerne hier an der Seite nach. Dann verpasst du keine Videos mehr von mir und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!